So, da sind wir wieder. So, wie gesagt, wir stehen hier und wollen da jetzt rein. Schauen wir mal. Hey, das ist doch ein Sora. Damit kann ich nichts an... Was? Damit kenne ich mich nicht aus. Zora, Sora... Ach, egal. Wenn ich was falsch ausspreche. Sorry, es gibt hier keine Charakter, die so aussprechen. Herr Doktor, ohne Ihre Hilfe wird dieses Kind... Ja. Stille. Ein Arzt für Menschen kann uns wahrscheinlich wirklich nicht helfen. Aber ich habe gehört, in Eldin gibt es ein Dorf namens Kakariko. Der Priester dort kann auch Soras und sogar Goron heilen. Wirklich? Wenn wir den Jungen also in dieses Dorf bringen, dann... Aber der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Wir können nicht zulassen, dass hübsche Mädchen sich in solche Gefahr begeben. Schleimer. Deshalb werden wir euch begleiten. Welch sagenhafter Enthusiasmus. Wunderbar. Der Weg nach Kakariko führt über zwei Ebenen voller voller Monster. Aber wenn die Soldaten Hyrule uns begleiten, kann uns gar nichts passieren. Welche Soldaten? Genau das dachte ich mir. Und tschüss. Ihr Feiglinge, lasst euch hier nie wieder sehen. Ich lache nebenbei, doch tut mir leid. Na du? Da ist ja noch ein junger Kämpfer übrig. Zwangsweise, oder? Ich glaube, er will uns begleiten. Los, mach schnell alles bereit. Oh oh, fängt das gerade an zu lenken? Du bist wohl ein Freund von diesem Mädchen? Im Moment kann sie sich nicht einmal an ihren Namen erinnern, das arme Ding. Dabei ist sie so ein tapferes Mädchen. Als dieser Zora auf der Straße lag, hat sie alles auf sich genommen, um ihn zu retten, ohne auf die Gefahr zu achten. Sie hat mehr Mumm als alle Soldaten von Hyrule. Hilf ihr. Oh ja, klar, warum nicht? Ach ja, meine Katze ist im Übrigen weg. Also... vom Schoß wieder runter. Mal sehen, wo sie langkeucht und fleucht. Spätestens, wenn ich sie in der Küche irgendwo scheppern höre, weiß ich, wo sie ist. Es heißt, die Brücke im Osten ist unpassierbar. Wir müssen also die westliche Brücke überqueren. Das leckt wirklich. Also bei mir in der Aufnahme jetzt zumindest gerade. Merkwürdig. Du siehst, was ich meine. Klar tun wir das, wir sind ja nicht blind. Warum formuliert die das als Frage? Ich hoffe, du wirst mit ihm fertig? Egal. Ich hasse diesen Teil. Ich hasse ihn wirklich. Danke, darf ich erfahren, wie ihr heißt? Ja klar, warum nicht? Link? Edler Link, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Ja, okay, ich dachte jetzt Schalter und so umlegen und so. Herr Kleine, bedanken kannst du dich, wenn wir sicher in Kakariko angekommen sind. Na ja, klar. Na, ich hab ja sonst nichts zu tun. Verdammt, ich wollte Pfeile kaufen. Da war was. Hast schöne Augen, die Augen eines stolzen Tieres. Ja, warum nicht? Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Ich will sterben. Nach der Geste, ich will sterben.
Der freut sich auch noch drüber. Naja, okay. Eben das seine. Also Link, bring uns unversehrt nach Kakariko. Ja, nichts leichter als das. Lass mich nur mein Equipment fertig machen. So. Ich brauche Pfeile. Pfeile. Hab ich eigentlich den... Ich müsste eigentlich einen Schlüssel bekommen, ne? Hoffe ich. Eieiei. Stimmt ja, muss ja vorrennen. So. Wenn ich den Part fertig habe, muss ich mal gucken, wie viel Platz ich auf der Platte noch habe. Die Aufnahmen sind ja doch etwas größer im Rohformat. Dämliches Vieh. Ich mag's nicht. Ich mag's wirklich nicht. Ja. Ich gebe mir Mühe. Wir kennen den Kumpel. Wir kennen ihn. Aber diesmal zack. Zack. Es hat funktioniert. Es hat gleich funktioniert. Wer achtet auch nicht darauf, ob... Ach, egal. Ha! Ach ja, von ihm kriege ich den Schlüssel. Da war was. Da-da-da-da. Wunderbar. So. Jetzt kommt der wirklich widerliche Teil. Wie gesagt, ich habe ihn schon am Majora's Mask nicht gemocht. Am Majora's Mask oder wie auch immer. Fakt ist, es ist scheiße. Sorry, ich wirke gerade etwas konzentriert. Also kann es zumindest sein, dass ich etwas konzentriert wirke. Also ich hoffe zumindest, ich wirke konzentriert. Ja, Pfeile! Juhu! Nein! Nein! Geht doch. Warum, ja, wollte gerade fragen, warum laufe ich eigentlich so lahm? Pfeile weg. Ja, brennende Pfeile weg. Bremsen! Nicht drehen! Ach Mann! Au! Bin ich wieder clever. Aufsteigen. Weiter. So, können. So. Vögel abschießen! Oh oh. Eins, zwei. Getroffen? Ich hab getroffen. Nein! Oh, okay. Ach, verdammt! Dieser beschissene Vogel. Nein, nur weiter eigentlich aus der Ego-Perspektive raus. Nein! Ach Mann. Das will gerade gar nicht so, wie ich will. Ist sie denn blau? Blödes Vieh. Das geht doch. Oh, wo laufe ich lang? Da lang. So weit. So. Ja, genau. Komm her. Treib dich in die Enge. Nicht mich. Ja, was war das denn? Oh, Scheiße. Alle.
Mann, ey! Okay, weiter. Er tut es schon wie... Ja, ich weiß! Das ist jetzt grottenschlecht, was ich tue. Ich weiß. Runter von dem Vieh! So. Ach, leck mich doch. Wow. Mal jemand darauf hinweisen, wie mein Herz. So. Arschloch. Weiter. Wie ist schon weiter gerannt? Hab ich's geschafft? Durch, ne? Sondern ich durch. Na, das ging ja mal voll nach hinten los. Egal. Ich denke, das Schlimmste hat er überstanden. Mit ein wenig Ruhe wird er sich rasch erholen. Ja, wunderbar. Und ich? Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fieber hat er ständig nach ihr gerufen. Ich denke, er macht sich Sorgen um sie. Welche? Armer kleiner Zora-Junge. Ja. Armer kleiner weiser Zora-Junge. Ich bleibe bei ihm und sage euch, wenn es ihm wieder wenn es ihm besser geht. Ja, immerhin. Zu irgendwas müssen die Kinder ja gut sein. Eine sehr gute Idee. Danke, Colin. Colin? Oh, egal. Weißt du, Link? Ich mach mir auch Sorgen um Elea. Leia, ich krieg's schon wieder drauf. Vielleicht ist sie ja... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorene Erinnerung zurückzubringen. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen. Bleib einfach bis dahin in diesem Dorf. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu revanchieren. Gut, dass es hier noch Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher, aber er hat sich gelohnt. Willst du nicht deine Fähigkeiten in die Dienste Hyrule stellen? Was ist falsch an dieser Aussage? Was retten wir denn gerade? Ich kenne Leute, die dem Reich helfen wollen. Gerade jetzt, da die Situation so hoffnungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Nenn mich einfach Thelma. Thelma gefällt mir besser. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hierbleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Lorea. Außerdem... Nee, oder? Link, komm unbedingt bei Gelegenheit in meinem Laden vorbei. Er dient meinen Freunden als Unterschlupf und von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten. Das war eine Drohung, Leute. Ich wette mit euch, das war eine Drohung, kein Versprechen. Na gut. Oh. Ah. Jetzt realisiere ich das erst, wer das ist. Kriegen wir hin. Ich glaube, die will, dass wir ihr folgen. Na, dann folgen wir ihr mal. Folgen. Oh, fliegt doch nicht so schnell.
gut. Die fangen wir. Irgendwie. War hier nicht der Friedhof? Ich glaube schon. Kriechen wir mal durch. Ha! Netter Körper. Aber gleich können wir viel besser schwimmen. Hoch da mit dir. Und geh hoch da. Geht auch. So. Ich danke dir von Herzen, dass du meinem Sohn geholfen hast. Dieses Dorf, Kakariko, ist für uns Zora der Ort der ewigen Ruhe. Auch die Seele meines verstorbenen Mannes, des Königs Zora, ruht hier. Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Totales Schicksal. Was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Zoras. Nun soll es dir gehören. Bangwipse? Das Ding sieht ja mal so grottenschlecht aus. Ich mag das nicht. Wir brauchen es. Du erhältst das Zora-Gewand. Juhu! Trage es, bla bla bla, okay. Nun endlich kann auch ich mich zur Ruhe betten. An der Seite meines Gemahls. Nur, mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden. Solltest du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. So. Trauere nicht um deine Mutter, sei unserem Volk ein tapferer König. Und sage ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Ja, tun wir. Deine Freunde haben wir alle gefunden. Und dann auch noch ein Zora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine den letzten Schattenkristall. Erinnere dich doch mal daran, was dieser Lichtgeist Phyron gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Zanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein am Grunde des Hylia-Sees. Ja, das weiß ich auch. Juhu. Blub, blub. Ach so. Ja, ich bin mal so frei. Ist er nicht schnucklig? Oh Gott, ich mag das nicht. Aber wir schwimmen schneller. Das hat Vorteile. Wir haben Flossen. Ich warte auf den Moment, in dem wir Kiemen haben. Wobei das ja in Majora's Mask der Fall war. Juhu. Der läuft ja wirklich verdammt schnell mit dem Gewand. Oder kommt mir das nur so vor? Na gut. So, ich weiß ungefähr, wie wir zurückkommen. Betonung liegt auf ungefähr. Ja. Ich stelle mich mal kurz in die Quelle, damit ich mal da das Herz voll kriege. So. Tada. So, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal direkt vorm Schrein. Ich kürze den Weg mal etwas ab. Okay, bis dann. Man sieht sich. Ciao.